So, hallo und herzlich willkommen bald am frühen Abend. Ich möchte mal ein kombiniertes Dankeschön und gleich Ausprobiervideo machen, weil mir ist danach. Ich denke, da hat jetzt bestimmt der schon wieder Schenkende nichts dagegen. Also, du übertreibst mal sowas von echt. Aber sowas von. Ich freue mich trotzdem. Aber sowas von, ne? Also folgendes, ich hatte ja neulich mal wieder ein Schweizer Taschenmesser-Videochen gemacht, ne? Das ist noch gar nicht lange her, mit ein bisschen so Vergleich Switzer versus Victorinox, so ein bisschen einfach mal, wo sind die Unterschiede, was können die nicht, und da kam der Hinweis, dass dieser Vergleich ja nicht so ganz vollständig gewesen ist, weil da ja noch zwei wesentliche Typen von Schweizer Taschenmesser fehlen, nämlich und vielleicht erkennt man anhand des etwas diskret anderen Designs des Kreuzes, dass es sich hierbei um ein Wenger handelt. Das kann man jetzt hoffentlich hier auch ein wenig lesen. Dazu mache ich noch ein eigenes Video. Also es ist angekommen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und da die Dinger nicht mehr hergestellt werden, ist das wirklich eine Rarität und ein Messerchen zum Liebhaben, und ich werde auch wirklich sehr gut darauf aufpassen, dass ich möglichst die nächsten mindestens 50 Jahre noch sagen kann, dass ich auch ein Wenger-Messer besitze. Also das ist natürlich wirklich großartig. Ich hatte auch schon mal wirklich damit geliebäugelt, mir einfach aus Prinzip eins zuzulegen, aber meistens siegt dann doch. Ich weiß, es ist jetzt für den einen oder anderen schwer zu ertragen, die Vernunft. Sich nicht jedes Schweizer Taschenmesser zu kaufen, ist vernünftig, liebe Geschlechtsgenossen. Es ist vernünftig. Man kann es trotzdem tun. Aber vernünftig wäre es vielleicht doch, es nicht zu tun. Benutzt nicht mein Video als Ausrede, um euren Frauen zu erklären, weshalb ihr schon wieder ein Messer braucht. Na, also nein. Das Coole ist, das heißt, bei der Größe ist das arretierend, ne? Und hat dann hier diesen extrem lustigen Knopf, wo man drauf drücken kann, und dann geht es wieder zu. Aber das ist nur ein Detail, da mache ich, wie gesagt, noch mal ein extra Video zu. Ist angekommen, vielen herzlichen Dank, ich finde das Teil super toll. Und mir gefällt ehrlich gesagt auch die Farbe, das ist einfach mal was anderes. Und wenn es runterfällt, findet man es super leicht wieder. Nicht, dass ich es oft runterfallen lassen werde. So. Und weil du es natürlich total übertreiben musstest und ich den Fehler gemacht habe, vielleicht spielt das eine Rolle, ich bin mir nicht sicher, darauf hinzuweisen, dass ich irgendwann ja auch mal ganz gerne so einen Schweizer Messer mit Holzbeschlägen ganz interessant fände. Ja, natürlich. Du hast mal wieder sowas von übertrieben. Und bei den Dingen, da möchte ich jetzt auch gleich mal ein bisschen mit rumspielen und das ein bisschen in diesem Video verwenden. Oh, ein paar kleine Sächelchen mitmachen. Wir haben jetzt auch gar nicht mehr so viel Licht, aber ja, für ein paar Spielereien reicht es bestimmt noch. Lichttechnisch wird langsam wieder Abend im Wald, so meine Lieblingszeit. Ich suche mir gleich noch ein Plätzchen, wo mehr Sonne auf den Boden fällt, damit man dann mich eventuell besser sieht beim Hantieren. Aber das ist ein Prachtstück, ne? Und wesentliche Unterschiede, also von den Funktionen her, gehen wir es kurz durch. Der ist wichtig, verflixt nochmal. Wie jemand behauptet nochmal, der wäre nicht wichtig. Geht mal mit einer Frau in den Wald und kriegt dann die Flasche Wein nicht auf. Wenn euch das einmal passiert, danach wollt ihr immer so ein Ding dabei haben. Einmal reicht. Das kann katastrophale Folgen haben. Insbesondere, wenn der Abend dann nicht so verläuft, wie das ursprünglich vielleicht eventuell mal geplant gewesen sein könnte. Naja, lassen wir das. Aale mit Loch. Wichtig, weil hier Aale ohne Loch. Loch, also wichtig, wesentliches Feature, kann man nicht oft genug sagen. Aale mit Loch ist was Schönes. So, dann natürlich dieses Teil und dieses Teil. Ich finde das ja super, man hat mit diesem Messer quasi die Möglichkeiten, so richtig schön im Wald zu arbeiten und sich eine Flasche Bier aufzumachen, wahlweise eine Flasche Wein aufzumachen und die Dosenravioli. Oder welche Dose auch immer man möglicherweise dabei hat, entsprechend auch aufzumachen. Soll ja Leute geben, die das hin und wieder mal brauchen, ne? Wie zum Beispiel mich. Also für mich, ich finde das einfach eine coole Kombination von Funktionen, die ist einfach so vom Ding her. Flasche Wein, Flasche Bier,
also ich trinke kein Bier, aber wenn man jemanden dabei hat, der Bier trinkt zum Beispiel, plus eine Konservendose, das ist doch super. Und dann hat es natürlich, und das ist nämlich der Clou, eine Riesensäge. Denn, weshalb das jetzt mein neues bevorzugtes Waldtaschenmesser sein wird, nicht, weil das, nicht, dass das hier jetzt schlecht wäre oder sonst wie, aber das hier werde ich jetzt in nächster Zeit relativ viel hernehmen, denn nochmal ein bisschen längere Klinge und ja, das muss ich niemandem erzählen, ein bisschen längere Klinge ist irgendwie schön, wobei ich glaube, da die Funktionalität sich nicht im astronomischen Ausmaß unterscheiden wird, aber es ist schon schön, es ist schon schön, ne? Aber jetzt, und das möchte ich jetzt auch gerne gleich noch ausprobieren, mit der Säge, da ist halt schon ein deutlicher Unterschied gegeben, weil die ist natürlich auch länger, was man nämlich hier auch schön sehen kann, das Messer ist einfach insgesamt länger, ne? Ich wusste gar nicht, dass es noch größere Schweizer Taschenmesser gibt. Hatte ich echt gedacht, das war's jetzt, ne? Das ist das Große und fertig. Dass da noch größere gibt, war mir völlig, völlig unbekannt. So, und wenn wir jetzt versuchen, die Sägen gegenüberzustellen, dann stellen wir fest, deutlicher Unterschied, deutlicher Unterschied. Und bei der Sägelänge ist ein Zentimeter mehr oder weniger, denke ich von der Performance her, schon wirklich, wirklich, wirklich ein krasser Unterschied. Und dann möchte ich noch schnell darauf hinweisen, bevor wir zum Praxisteil übergehen, ich will gar nicht so viel labern, ich möchte sägen. Walnuss. Walnuss ist so das edelste einheimische Holz, mehr oder weniger einheimisch, die haben auch die Römer mitgebracht, aber egal, dass wir so haben, ist auch ziemlich genau auf dem Holzmarkt das teuerste Holz, was du kriegen kannst, wenn es in vernünftigen Qualitäten ist. Ein wirklich sehr, sehr, sehr schönes Holz mit tollen Holzeigenschaften, auch sehr, sehr dauerhaft. Duftet nicht mehr, kann, wenn es ganz frisch ist, so einen leichten... braucht man eine gute Nase. Egal, jedenfalls Walnussholz toll. Und das Schöne bei solchen Holzbeschlägen ist halt, die verändern sich mit der Zeit. Die zeigen dann auch wirklich eindeutig an, dass das Messer ein bisschen gealtert ist. Und zwar nicht, und das zeigen sie nicht dadurch an, dass irgendwo ein Stück Plastik abgebrochen ist, sondern halt eben dadurch, dass sich das Holz langsam ein bisschen verfärbt, eventuell ganz leichte Abrieberscheinungen zeigt und das ist dann ein Messer, das mitaltert, sozusagen mit einem selber, während man es verwendet. Und ich bin richtig, richtig gespannt, wie das zum Beispiel in 10 Jahren aussehen wird. Also das ist also wirklich ein ganz, 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 ganz tolles Messer. Liebe Frauen eurer Männer, die dürfen sich kein neues Messer kaufen. Also jedenfalls nicht mit mir als Vorwand. Ne? Klar, ich habe es mir auch nicht gekauft. Mir hat so ein Verrückter geschenkt. Also du übertreibst es echt Wahnsinn. Aber das Ding ist toll. Ich habe auch eben schon ein bisschen rumgesägt. Aber ich säge jetzt noch mehr und schnitze und wir machen ein bisschen Holzbearbeitung und vorzugsweise mit dem Messer. Ich mache auch noch einen kleinen Vergleich, wie die Sägen jeweils performen. Beim Schnitzen können wir es uns sparen. Das wird ungefähr vergleichbar sein, aber insbesondere bei den Sägen. Und ja, genug des Gelabers. Ich will jetzt ans Holz. So, dala. Und da sind wir auch schon am Holz. Und jetzt bin ich wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Ich habe hier einen relativ dicken Ast. Oh, das war das Messer. Und ich will ja erstmal sägen. Das hier müsste eine Roteiche sein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber eine Buche ist es jedenfalls nicht. Und da hier sonst nichts anderes rumsteht, müsste es eigentlich eine Roteiche sein. Ist durchaus also was relativ Festes vom Holz her. Und jetzt wollen wir doch einfach mal eine Runde gucken. So. Den brauche ich nachher noch. Ja, macht durchaus vergleichsweise viel Freude. Ne? Also das ist natürlich keine Silky oder sonst was Säge. Das ist ja bloß ein Schweizer Taschenmesser. Aber das geht doch erfreulich gut. Und jetzt mal mit der etwas kleineren Säge.
Naja, geht auch. Geht auch. Macht aber nicht ganz so viel Freude. Also ist schon ein Unterschied. Der eine Zentimeter, der anderthalb Zentimeter oder was, die andere länger ist, das macht schon wirklich einen Unterschied. Jo, gehen wir mal zurück ans Holz. So, ich möchte mir gerne einen schönen Hering machen, weil irgendwas Sinnvolles muss man ja anstellen mit dem Material, was man hier so hat. Und dachte, ich nehme jetzt mal dieses Stück hier, ne? Und dann machen wir uns einen schönen Hering draus. Also nichts gegen meine Opinels, aber mit dem Opinel müsste man das halt durchschnitzen und könnte das nicht wirklich in kurzer Zeit einfach mal durchsägen. Das ist schon ein zeitlicher Unterschied, das muss man ja schon zugeben, ne? So. Zack. Langt. Ja, also wie gesagt, das soll ein Hering geben. Für den Zweck. Ja. Die Säge schön sauber kriegen ist natürlich. Geht das? Kann man die ausklopfen? Ja, begrenzt. Da muss ich mir noch irgendwas einfallen lassen. Hat jemand einen Tipp? Wie kriegt man diese Säge möglichst schön sauber? Falls da jemand eine Idee hat, bitte gerne her damit. Okay, ich gebe zu, das Gebammel hier unten nervt mich jetzt. Das ist auch nur so ein Experiment gewesen, das mache ich mal schnell ab. Okay, wir brauchen eine Spitze. Und jetzt stelle ich fest, ha, das schnitzt ja wie Sau. Ne? Das geht ja großartig. Ja, also wirklich Spitzenklasse. Toll! So. Bezüglich da hinten der Kerbe, da gibt es so einen schönen Trick. Der funktioniert folgendermaßen. Man geht da hin und macht sich ein X ins Holz. Kann man auch dann noch ein bisschen auf den Messerrücken klopfen, ne, so Batoning mäßig, um das entsprechend dann da tiefer reinzutreiben. Mache ich mal schnell, habe keine Lust die Kamera extra umzubauen. So, dann haben wir hier einmal so eine Kerbe, kann man glaube ich sehen, und dann geht man entsprechend hin und macht das noch mal versetzt. Wie gesagt, soll ja so eine X-förmig soll das werden. Mit weicherem Holz geht es am einfachsten. Jetzt haben wir hier so ein X-chen. Jetzt setzen wir unten einen Schnitt und nehmen quasi den Unterteil vom X raus. Und das gleiche machen wir sozusagen mit den Seitenteilen vom X und behalten nur den oberen Bereich von dem X. So. Muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, dass man sich da nicht unbedingt wehtut. Jedenfalls bekommt man dann quasi hier schon den Ansatz von einem Haken, wie man sehen kann. Ne? Und den kann man jetzt natürlich noch weiter ausschnitzen, indem man hier die Kerbe vertieft. Und den Haken kann man jetzt sogar noch ein bisschen unterhöhlen, dass man also jetzt quasi hier da noch was wegnimmt. So,
So schaut der jetzt aus. Und da kann man sich dann wunderbar, wenn man den jetzt quasi so rum in den Boden treibt, hier seine Schnur einspannen, ohne dass die da groß rausgeht. Okay, ich verschönere das Teil jetzt noch ein bisschen. Das müsst ihr jetzt vielleicht nicht unbedingt mit angucken. Ich zeige euch dann das Resultat. So, ja, also das hier ist das Resultat. Ja, das ist jetzt natürlich kein Meisterwerk, das ist ein Holzhering. Ne? Also bitte keine Wunder erwarten, aber den werde ich mir auf jeden Fall aufheben. Ich mache mir jetzt auch gleich als Abendbeschäftigung, wenn das Licht zum Filmen zwar weg ist, aber ich noch ein bisschen was zu tun haben möchte im Wald und gerade noch so zwei, drei kleine Sächelchen machen will, bevor ich nach Hause gehe, machen wir gleich noch einen zweiten und einen dritten vielleicht. Mal gucken. Aber worauf ich hinaus möchte, das geht mit diesem Messer deswegen halt so hervorragend, weil man sich halt aus einem beliebigen Ast wunderbar irgendwelche Stückchen zwischen zwei Ästen, also hier und hier, da wunderbar ein gerades Stück einfach mal raussägen kann und spart da wirklich viel Zeit, bis man das rausgeschnitzt hat. Ja, das geht auch relativ flott, natürlich, klar. Und man kann natürlich auch irgendwie so ein Mördermesser dabei haben, womit man das auf den nächsten Baumstumpf legt und einfach abhackt und solche Sachen. Das geht alles. Oder man hat eine Axt und so weiter. Aber was ich einfach schön finde, und das gefällt mir so bei diesen Messern, es ist halt einfach ein Multifunktionswerkzeug im wahrsten Sinne des Wortes, weil es mehrere Werkzeuge in einem vereint. Wirklich ein schönes, schönes, schönes Messer. Schnitzt sich hervorragend, liegt wirklich sehr gut in der Hand. Und da muss ich natürlich sagen, das ist ein Vorteil, dass dieses Ding halt größer ist als die anderen, einfach weil für meine Hand, ich habe da noch ein bisschen Platz, ich kann da noch ein bisschen rauf und runter fahren. Auch schön ist hier dieser Bereich, dass man einfach nicht so schnell in die Klinge reinrutscht, weil hier nochmal so ein Hubbel dazwischen ist. Da ist zwar jetzt hier ein bisschen Metall im Weg vom Schraubenzieher bzw. Flaschenöffner-Kapselheber, aber trotzdem, das macht schon nochmal einen Unterschied. Da hat man schon nochmal einen ordentlichen Grip. Die Teile, die verbaut sind, stehen nicht so weit raus, dass es sich nicht gut in der Hand anfühlen würde. Also gefühlt kann ich damit jetzt wirklich stundenlang schnitzen, ohne dass mich da irgendwas stört. Auch nochmal wichtig vielleicht, zum Zeigen, falls jetzt jemand sagt, oh ja, egal was meine Frau sagt, ich will so ein Ding haben. Zum Feuerstahl anreißen sollte diese Säge auch noch mal besser geeignet sein, weil die einfach noch einen höheren Widerstand hat, bis sie einklappt. Wenn man hier den hinteren Bereich benutzt, um den Feuer... Ich muss da mit aller Gewalt, müsste ich drücken, um das Ding da quasi einzuklappen. Aus Versehen. Einfach weil die so lang ist und die arretiert ziemlich fest. Also die arretiert ja gar nicht, aber die steht halt ziemlich fest. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Hier oben kann man sie dann relativ leicht einklappen, klar. Aber hier unten am kurzen Hebel, und das wäre ja die Stelle, wo wir den Feuerstahl anreißen wollten, wenn wir das dann tun wollten. Und das mache ich jetzt natürlich auch nochmal geschwind, wenn wir es gemacht haben. Hier der ganz kleine aus dem Geldbeutel. Das geht wunderbar und da muss man sich auch mal keine Sorgen machen, dass man sich aus Versehen mit der Säge quasi die Finger an der Säge einklemmt. Das geht wirklich ganz, ganz toll und das geht erheblich besser. Nicht, dass das andere Messer schlecht wäre, aber es geht erheblich besser als bei halt eben dem kurzen, dem mittleren, dem bisher dachte ich großen Modell vom Schweizer Taschenmesser. Also ein Feierstil anreißen ist mit diesem Ding halt auch super möglich und deswegen für mich, so nach dem ersten Rumhantieren, könnte ich mir vorstellen, aber erst nach dem ersten Rumhantieren, ne, also das ist kein Langzeittestergebnis, könnte ich mir vorstellen, dass das wirklich das Waldtaschenmesser schlechthin ist. Einfach aufgrund der wirklich guten Sägeleistung, die halt einfach praktisch ist für irgendwelche kleineren Schnitzprojektchen. Den Kopf habt ihr gesehen. Und die Klinge ist halt auch wirklich schön. Geht gut durchs Holz. Schöner Flachschliff, den mag ich ja sowieso. Gut, das haben die alle. Dann dieses satte Geräusch beim Ausklappen. Und zwei interessante Details gibt es noch. Einmal eine Daumenauflage. Ich nutze die sehr gerne. Ich arbeite da wirklich sehr gern mit. Ich finde die toll. Und vor allen Dingen, das ist ja auch bei vielen Messern meiner Meinung nach eine Katastrophe. Die haben zwar eine Daumenauflage, die ist aber so scharfkantig, dass du die gar nicht anfassen magst mit dem Daumen. Die hier ist wirklich wunderbar abgerundet, schön
überhaupt keine scharfen Kanten, kann man in jeder Fall einfach wunderbar mit dem Daumen sich auch dran festheben. Rutscht nichts, hast das Messer prima im Griff, kannst du super mitarbeiten. Also wirklich eine ganz tolle Sache. Lediglich eine Kleinigkeit, die mich stört, seht ihr das? Das ist eine falsche Schneide hier vorne. Ich weiß nicht, wozu das gut ist. Soll man das Messer weiter vorne anfassen können? Soll man da quasi noch einen Finger vorne an die Klinge nehmen können? So in dem Stil? Wahrscheinlich ist das so gedacht. Das wäre mir aber viel zu nah an der Schneide. Das wäre mir viel zu gefährlich, wirklich so zu arbeiten. Dafür sind vielleicht auch meine Finger einfach zu dick. Vielleicht ist das eine Option für Leute mit dünneren Fingern, die da was mit anfangen können. Vielleicht hat jemand dieses Messer und kann mir erklären, was da genau die Funktion von dieser falschen Schneide hier vorne eben genau ist. Also mir erschließt sich das nicht ganz, warum das sein müsste. Weil gerade für feine Arbeiten, für so Kleinigkeiten wie zum Beispiel hier den Kopf abrunden, ich mache das dann gerne mit dieser Schnitztechnik hier. Also quasi so in dem Stil. Der ist ja jetzt schon abgerundet, aber ne, so mache ich das im Prinzip gerne. Und da wäre es mir lieber, wenn mir die Klinge bis ganz nach unten gehen würde, weil ich da eine bessere Kontrolle noch hätte, da zu arbeiten. Das geht aber nicht. Ich muss da quasi also so einen Abstand halten. Und das, das ist eine Kleinigkeit. Das ist nicht, dass ich deswegen das Messer nicht benutzen kann. Für etwas gröbere Schnitzarbeiten ist es ja wirklich hervorragend geeignet. Aber so dieser Feinkram, da würde ich gern einfach noch näher ans Heft rangehen können. Was halt dann, wie gesagt, eben nicht geht. Aber ein tolles Messer, wirklich. Also wirklich sehr schön. So der Waldbausatzkasten quasi. Also so das, MacGyver. Wenn MacGyver so ein Ding gehabt hätte, dann hätte er vielleicht nicht aus einem Faden und einem Kaugummipapier eine Atombombe bauen können. Aber er hätte besser sägen und er hätte sicherlich auch noch mal ein bisschen besser schnitzen können. Ein wirklich tolles Messer zum Schnitzen, so für die mittleren Sachen halt eben. Ne? Es ist kein Schnitzmesser, es ist kein wirklich richtig feines, kleines, mini Schnitzmesser mit so einer Klingenlänge oder sowas. Das ist es auch nicht. Dafür hat es eine Säge. Man kann damit seine Weinflasche aufmachen, wenn es drauf ankommt. Wichtig, kein Pinzette, kein Zahnstocher. Hier nicht dabei, aufgrund der Holzgriffschalen. Das ließ sich dann da wohl nicht so wirklich realisieren. Finde ich jetzt nicht dramatisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich wirklich nicht dramatisch. Es gehört irgendwo natürlich so ein bisschen zu so einem Victorinox-Messer dazu. Ja, aber schlimm ist es nicht. Die Klinge ist, also die Spitze finde ich auch nochmal ganz interessant, weil die tendenziell so ein bisschen spitzer ist als bei den normalen, also bei denen, die ich bisher so hatte. Und da kann man dann natürlich wieder so richtige feine, kleine, mini Schnitzereien mit der Spitze direkt machen. Das geht. Das ersetzt einem so ein bisschen die kleine Messerklinge, die hier jetzt natürlich nicht dran ist. So ein bisschen. Doch, schönes Messer. Gerade auch eben, wie gesagt, eben mit der Spitze, da kann man dann wirklich so ganz feine Spänchen auch machen. Seht ihr? Ganz feine Sachen. Und das ist halt auch einfach ein Detail. Da fragt man sich, warum ist das nicht bei jedem Messer, dass die Ahle mit Loch eben entsprechend ausgestattet ist, dass man da auch wirklich mal ein bisschen mit im Leder zum Beispiel nähen kann oder ähnliches. Also wirklich kombiniert so die wesentlichen Werkzeuge, die man für den Wald braucht, die ja auch zum Beispiel dieser Dave Canterbury, ja? Ich habe ja so meine Probleme mit dem Typ, wie die meisten von euch wahrscheinlich mitbekommen haben, aber vom Technischen her kennt er sich ja wunderbar aus. Und der meint, somit glaubt die drei oder vier Werkzeuge, die man für den Wald braucht, eine Axt, gut, die ist hier nicht dran, eine Ahle, ein Messer und eine Säge. Und also drei der vier Werkzeuge, die man für den Wald wohl braucht, hat man hier schon. Und eine Nähahle vor allem. Ding. Also ein tolles Teil. Ein wirklich, wirklich tolles Teil. Und von der Optik mit dem Nussbaumholz mal ganz abgesehen. Ne? Also das ist nochmal ein Pluspunkt per se. Ja, ich bin jetzt ins Schwafeln gekommen. Das macht natürlich keinen Sinn mehr an dieser Stelle und in diesem Zusammenhang wünsche ich einen schönen Abend. Das ist es jetzt bei mir und ich mache mir noch einen zweiten Hering und dann habe ich Hunger. Mach's gut. Und vielen Dank.
Nö, ihr seid ja immer noch da. Ja, ich hab, Hier jetzt noch ein Loch. Wolltest die Aale doch auch noch mal einsetzen, nachdem ich schon erzählt habe, dass die ja so ein praktisches Werkzeug ist. Dann kann ich mir da noch entsprechenden Paracord dran machen, damit man das Ding besser aus dem Boden gezogen bekommt. Das ist doch eine Idee, oder? Man kann sich noch eine größere Schnur zum Beispiel auch dran machen und die Dinger dann bündeln, wenn man ein paar davon hat. Also erst der eine hat ein Loch. Der hier hat noch kein Loch. Kriegt auch noch ein Loch. Aber jetzt macht's gut und diesmal wirklich Schluss. Tschüss.